Sehr geerhrter Vorstand der Bayer AG, Aktionäre und Aktionärinnen. Mein Name ist Sascha Gabison. Ich bin internationale Direktorin vom WECF, Women Engage for Common Future. Und ich spreche als Bevollmächtigte. Seit mehr als 25 Jahren arbeiten wir für eine gesunde Umwelt. 1,6 Millionen Menschen sterben laut Weltgesundheitsorganisation jährlich durch giftige Chemikalien weltweit. Besonders besorgniserregend sind neue Erkenntnisse zur Auswirkung von Chemikalien auf die Fruchtbarkeit. Die zeigen, dass die weltweite Fruchtbarkeit in den letzten 50 Jahren um mehr als 50% gesunken ist. Aber auch hormonell bedingte Krebsarten und Diabetes nehmen zu und stehen in Zusammenhang mit Chemikalien. Zu diesen sogenannten Endocrine Disrupting Chemicals, EDCs, zählen zum Beispiel Bisphenol A und andere Bisphenole, Weichmacher, Phthalate, viele perfluorchlorierte Chemikalien und auch viele Pestizide. Das Problem ist seit Jahrzehnten bekannt, aber Industrieinteressen verhindern jedoch notwendige Maßnahmen. Die EDCs stecken in viele Produkte, von Kosmetik über Spielzeug, Textilien, Takeaway-Kartons und Pestizidrückstände in Lebensmitteln. Sie und ich, Ihre und meine Kinder und Enkelinnen nehmen diese Schadstoffe täglich auf, meist ohne es zu wissen. Wir, WECF, gemeinsam mit dem Pestizidaktionsnetzwerk und HACCP, fordern deswegen heute, Bayer muss aufhören, jetzige und künftige Generationen zu gefährden. Bitte schauen Sie auf unseren gemeinsamen Forderungskatalog unter dem Hashtag Hormongifte stoppen. Deswegen appellieren wir an Sie, diese gefährlichen Chemikalien vom Markt zu nehmen und keine Lobbyarbeiten gegen gesetzliche Maßnahmen zu fördern. Sie müssen endlich Verantwortung übernehmen. Wir empfehlen, den Vorstand nicht zu entlassen. Danke.